Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon! Im Saloon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Well, she's washed and polished and full of high octane. Riding with the top down, cruising in the fast lane. Red hair's blowing, bright as a flame. Cadillac Red's her name. Cadillac Red. Singing as she passes by. Cadillac Red. See that hillbilly fly. Catch her if you can. She's been out running in a man. Cadillac Red. The radio's loud and she's rolling to a fat beat. Her best girlfriend's out in the back seat. She's putting her lipstick on, cause there's a Mustang blowing his horn. Cadillac Red. Singing as she passes by. Cadillac Red. Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Freunde, Country Radio Revolution, wie jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Und wir melden uns wieder aus dem kalten Wien, finst es auch schon ganz klar. Und wir haben wieder einen ganz, ganz lieben Live-Gast hier. Ich weiß nicht, wer sie kennt und wer sie nicht kennt, wird sie die nächsten zwei Stunden hier bei uns live kennenlernen. Und zwar Gabi Simon-Bosch. Liebe Gabi, recht herzlich willkommen, gefreut mich, dass du da bist. Hallo, Chi, grüß euch alle miteinander. Gefreut mich, dass ich mal da eingeladen wurde beim Kurt Binger.
Gerne, gerne. Wir haben es halt ganz gemütlich da, das 16 nicht und die ich weiß nicht, die Babsi Wallner, ich weiß nicht, die sieht da nichts, Gott sei Dank. Wir haben da heute Kugelhupf, frisch gemacht, von der Gabi extra mitgebracht, aus Strasshof, das darf man, glaube ich, verraten. Und irgendeine Dame hat vorhin kurz geschrieben, sie würde gerne das Rezept haben. Und ich habe gesagt, sie soll Radio einschalten, dann sagen wir es durch. Sagen wir es durch? Sehr. Ja, das ist watschen einfach. Geht ganz schnell. Du sagst das durch und wir dann kosten. Außerdem haben wir etwas brandneues, was wir auch noch nie gehabt haben. Wir haben live on stage hier einen Kerzalbrenner. Ganz, ganz was Tolles. Gemütlich. Genau. Und außerdem haben wir noch zwei Gäste. Die Gabi hat wir mitgebracht. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr verraten. Und zwar ist das der Mike Lommers. Ja. Servus, Mike. Hallo, Cowgirls und Cowboys da draußen. Ich merke, wenn wir dann ein bisschen näher zum Mikro holen, dass er auch hört, der wird ein bisschen was live spielen mit der Gabi, so viel darf ich auch verraten. Und der Göttergatte von der Gabi ist auch da, der es hergeführt hat. Servus, gefreut mich, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Und wir haben heute ein volles Programm, wir werden viel erfahren über die Gabi. Dann, ihr wisst vielleicht, die sie kennen, Tina Rauch, werden wir ein bisschen was erfahren. Ihren ganzen Lebenslauf bis heute. Und wichtig ist, wenn ihr Fragen habt an die Gabi, ihr wisst sie, per Privatnachricht an mich, Kurt Binger. Und die Gabi wird alles für euch beantworten. Und die Fragen, die wir schon gekriegt haben, werden wir natürlich dann auch noch beantworten. Ansonsten gibt es halt viel, viel zu berichten. Ich muss ein bisschen weniger reden. Und wir spielen dann noch halt zwei CDs von den City Slickers aus. Das haben wir ja auch versprochen. Und ansonsten, wie gesagt, für die nächsten zweieinhalb Stunden viel Spaß und gute Unterhaltung. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join any reindeer games. In one fall, Santa came to say, "Hey Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?" Then how the reindeer loved him as he shouted out with glee, "Rudolph, the red-nosed reindeer, you'll go down in history." Shouted out with glee, "Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history." Ja, also herzlich willkommen alle, die uns heute zuhören, und wir grüßen euch auch unsere ausländischen Hörer. Viele sind heute da aus der Schweiz und natürlich aus Deutschland und viele, viele Musikerkollegen, die Gabi natürlich gut kennen werden und kennen. Liebe Gabi, für unsere Freunde, die dich nicht kennen, wahrscheinlich in der Schweiz und Deutschland, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, wird man dich nicht so kennen vielleicht. Stell dir mal kurz ein bisschen vor. Wir wissen ja, was ganz wichtig ist, du hast ja jahrelang mit der Tina Rauch
gesungen. Das war, glaube ich, wie sagt man das? Background-Sängerin, sage ich jetzt einmal. Background-Sängerin, zweite Stimme, genau. Ja. Aber fangen wir mal so von vorne an. Von so einen vorne? Kurzen Lebenslauf. Du wurdest einmal geboren. Was ja. Ich höre, ich also so, es war bei mir, dass ich 9 Jahre in einem Kirchenchor, bitte nicht lachen, ich komme vom Kirchenchor, ich war ein Klosterschulkind. Und nach der Schule habe ich halt meistens so Auftritte mit der Schule gehabt. Und ja, eines Tages war es halt so im 96, nein, eigentlich 95 war es, da war ich mit meinem Ex-Lebensgefährten beim Robert Stäubel am Siegesplatz in seinem Clublokal geladen. Da hat er fest mitgefilmt, der hat das professionell gemacht. Und da habe ich eben das erste Mal die Tina Rauch gesehen und mich wahnsinnig gefreut, dass da endlich eine weibliche Stimme zu hören ist. Und bin halt vorne am ersten Platz gesessen und habe mitgetrillert, was ich halt noch wusste. Ich habe keine Ahnung von Country Music gehabt. Null Ahnung. Ja, Patsy Cline hat mir was gesagt. Und ich bin ihr damals eben schon aufgefallen. Ich hab das halt nicht angecheckt, gell. Eines Tages hat das Telefon geläutet, und sie hat halt gemeint, hey, da ist mitgefilmt worden, würde man gern sehen, wir bräuchten ein Video. Und somit ist einmal ein Kaffeeklatscherl, Tratscherl mit Kuchen und so zustande gekommen und da ist zu uns gekommen. Ich war mega aufgeregt und hab's halt natürlich nicht lassen können, dass ich erzähle, dass ich im Chor war. Und sie hat die Lauscher gleich aufgestellt natürlich. Und in welchem Chor warst, was hast du gesungen und hin und her. Und dann haben wir das Video eben fertig gemacht. Und dann hat sie uns mal eingeladen zu sich nach Hause. Rein zufällig ist die Gitarre dort gestanden und ein paar Texte und so. Ne. Und dann haben wir hin und her probiert, hat sie mit zum Singen ein bisschen dazu bewogen und so. Und dann hat sie die Lauscher aufgestellt. Ich natürlich keine Ahnung, naiv wie ich war, ne. Und so ist dann natürlich die Entdeckungsreise gekommen, dass uns eingelernt hat in die Steiermark, Little Nashville, Passhöhe oben. Da hat es Studioaufnahmen gemacht und hat in Jimmy C, einen Amerikaner, als Gast dort oben auch gehabt. Und ich habe halt gesagt, meine Güte, ich will auch mal in einem Studio stehen, auch mal. Sagt, dann kommst du da einfach mit. Entweder ist der Fahrt oder du bist begeistert. Und ich bin mitgefahren und war natürlich begeistert und habe natürlich im Vorzimmer dort mitgesungen und mitgetrellert und war halt total begeistert. Und habe mir natürlich gleich zu Weihnachten einen Wunsch geäußert, einmal ein Lied im Studio aufnehmen zu dürfen. Wurscht, was mir das kostet, das Christkindl hat mir das gebracht. Ne? Ich glaube nicht, dass wir es vorspielen können, denn Rarität, Nostalgie, das gibt's nur auf CD. CD sage ich Kassette. Ja, Entschuldigung, das kennen wir natürlich nicht, gell, Kurt? Nein, also wir haben viel neue technische Sachen, nur leider CD haben wir nichts mehr. Nostalgie, das, schade. Für die Kinder, die uns zuhören, also Disketten und CDs, also Kassetten, das muss man dann einmal erklären, was das ist. Das ist ähnlich wie bei den Schallplatten, wo es das Dreieckerl alle posten, wo nicht die Leute wissen, was das ist, also die Kinder. Mein Bruder hat mir gesagt, den Keller bei der Langspielplatte, das ist aber eine große CD, wo stiebst du die rein? Ja, ja, ich so. Gut, ich habe dich unterbrochen. Aber wenn wir schon beim Unterbrechen sagen, ganz, ganz liebe Grüße von Maurice Diels, ja. Den kennst du ja sicher. Nimm mich mal stark an. Und zwar freut er sich sehr, dass er die wieder mal hört. Und zwar, er hat die, und zwar ist das lang her, da geschrieben, 2004 in Hallein mit der Tina Rauch gehört. Ja, er hat mir schon geschrieben, ich habe das letzte Mal schon gelesen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Hab schon vieles natürlich auch vergessen. Schande über mein Haupt, gell? Aber ich freue mich natürlich, weil man mich von früher noch in Erinnerung hat. Ja, und ganz persönlich, grüßen, na, heute habe ich wieder I und Ü und grüßen los, die Althelga und Brigitte Wieger sind natürlich auch da, ja, ganz klar. Lieb. Ja, Niki Nöstlinger haben wir da, alles anwesend und wir begrüßen alle neu dazugekommen haben. Wie lange hast du da mit der Tina zusammengespielt? Das war ja viele, viele Jahre. 16 Jahre insgesamt, ja, lange Zeit. Ich will nichts missen. Es war eine schöne, aufregende Zeit. Also gleich im 96er ist natürlich der Vertrag unterschrieben worden. Hat es mich gleich gefangen. Schuld ist eigentlich unser Mike, der da neben mir sitzt. Gell? Der hat gesagt, nimm die Kleine unter Vertrag. Aha. Und somit was passiert. Freizeit natürlich dann null mehr bei mir. Der Job wurde dann ein halbes Jahr später auch geschmissen. Die Lebensgemeinschaft mit einem Ex war dann auch weg, weil ich wurde dann zur Entscheidungsfrage gestellt, Musik oder ich. Ich habe mich für die Musik entschieden. Mhm. Ich bereue nichts. Es war einfach cool. Ich wollte in was Neues
steigen und habe gesagt, gut, das mache ich. Und dann sind wir durchgegangen und es ist gleich wild losgegangen. Das 96er, 97er Jahr war ein mega starkes Jahr mit Amerika, mit Ausland, Fernsehauftritte, Klammer Seniorenclub, bitte nicht lachen. Aber, Heinz Konrad? Ja, nein, nimmer mehr. Servus, die Maum. Christi Wurm, ne? Genau. Nein, aber es war mega aufregend. Also das erste Jahr habe ich, glaube ich, gar nicht so in meinem Kopf behalten, weil da ist so viel passiert, das kann man sich gar nicht, das checkt man gar nicht am Anfang, was da passiert. Gut, liebe Freunde, die heutigen Sendungen, die nachfolgenden verzögern sich um ca. 30 Minuten. Recht liebe Grüße nach Deutschland an den Uwe Schreiber alias Vince Everett. Und lieber Vince, bevor du das wieder fragst heute, wir warten natürlich auf deine Fragen, aber eins kann ich jetzt schon beantworten. Wir haben natürlich, wie gesagt, den Mic da, das heißt, wir werden heute auch Live-Musik wieder hören. Das heißt, schnapp der Gitarre, wenn es gesundheitlich geht, und sing und spiel dann mit, was nur so geht. Liebe Gabi, wir haben aber jetzt bereits einmal das erste Lied mit, was du drinnen, was du mitgebracht hast. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen was zum Erzählen dazu. Ja, nein, das ist so zwischen 97 und 98. Da haben wir mega viele Auftritte gehabt und sind wir auch viel im Studio gestanden. Und die Tina hat dann eine Zeitung gegründet, die Hot News, nennt sie Interessensgemeinschaft. Und dann sind wir auf eine gute Idee gekommen und da machen wir doch eine CD. Da haben wir alle natürlich ins Studio geholt, sprich Robert Stäubel, Steve Harrison, Robert Schumi, Manfred Krumme haben dann das Musikalische dazu beigeleistet. Ja. Die waren da sehr Text und Komposition. Und Tina und ich. Und da gibt's einen Hot News Song. Vielleicht können sich noch manche erinnern an diesen Song. Ich habe ihn gern gehabt. Ich freue mich, dass ihn wieder mal her. Gut, dann spielen wir. Viel Spaß. You're just sitting around, don't know what to do. Oh, your friends are gone. Like it's the dragon fighting the blue. It's hard when you're alone. Somebody cool, somebody hot. In this magazine you'll find a whole lot. If you like rock and roll, come to your blues. You better get your own hot news. Somebody cool, somebody hot. In this magazine you'll find a whole lot. If you like rock and roll, come to your blues. You better get your own hot news. What you need now? Like the rhythm people don't turn you on. And you know it's time to get up and go. Country rhythm and blues make you feel strong. Hot news, hot news. Cowboy stuff. From wannabe fools, you've had more than enough. Somebody cool, somebody hot. In this magazine, you'll find a whole lot. If you like rock and roll, country or blues, you better get your own hot news. Somebody cool, somebody hot. In this magazine, you'll find a whole lot. If you like rock and roll, come to your blues. You better get your own hot news. Hot news, hot news. Damn, you see it on the rack. Yeah, like the wind you stole. Whoa, the good news for those who want more. And you wish you'd known it before. Somebody cool. In this magazine you'll find a whole lot. If you like rock and roll, country or blues, you better get your own hot news. Somebody cool, somebody hot. In this magazine you'll find a whole lot. If you like rock and roll, country or blues, you better get your own hot news.
So, du wolltest aber, glaube ich, zu dem Song jetzt noch irgendwas erzählen oder kurz ja, sagen? Der Schlusslocher kommt bitte vom Doppelger Christian, so genial lacht und uns immer wirklich zum Lachen gebracht hat. Ich habe ihn seitdem wirklich einmal gesehen, dem nimmer mehr, aber das wollte ich noch, dass ich nicht vergiss, bitte. Mhm. Ja. Na gut, passt. So, wie ist dann weitergegangen? Das heißt, wüt. Erschütter. Wir haben Zeit. Ja, was soll ich? Ja, wirklich viele Konzerte im Studio gestanden. Wie gesagt, Fernsehauftritte, Radioauftritte. Und auch zum Beispiel 98, 99 war mal ein Weihnachtskonzert, OMCCA in der Babenberger Halle, Kloster Neuburg. Für mich ganz wichtig, meine Geburtsstadt. Auf das war ich ganz, ganz stolz. Mir hat's wahnsinnig dort gefallen. Und da war damals auch der ORF da. Und was ist dann noch passiert? Ja, Amerika war 96, 97, Chicago, Illinois. Und was ganz wichtig für mich war, was ich gern erzählen will, am Anfang natürlich singst du ein bisschen zweite Stimme, hast noch keine Position gefunden, ne? Und mein erster Auftritt in Illinois, das war so eine Kegel-Bowling-Bahn, ne? Und an der Bar ist so eine Dame gesessen, die hat wunderschöne, graue, geflochtene Zöpfe gehabt bis zum Popo runter. Und die hat mich total angeschaut und hat mich dann bei der Hand gepackt in der Pause und hat mir ins Gesicht gesagt, du weißt gar nicht, wie wichtig du bist eigentlich mit deiner zweiten Stimme, mit dem Background. Und das war für mich so einschlaggebend. Das habe ich erst zu Hause dann wirklich gecheckt, was die gemeint hat. Dann habe ich mich zu Hause natürlich hingesetzt, viel gelernt, viel Video geschaut, amerikanische CDs gekauft und habe mich dann mit meiner Position wirklich befasst und konnte mich dann auch identifizieren damit und habe es geliebt von Anfang an bis jetzt. Aber das, was du jetzt alles erzählst, das ist praktisch alles mit der Tina Rauch. Mit der Tina Rauch. Gibt es eigentlich von der Gabi Alanik so da irgendwas? Ja, oder kommt man erst hin, dann? Gebe es, weil dann ist der Maike einmal, hat ja bei mir angeklopft und hat gesagt, du, da ist mir eine Nummer eingefallen, die hätte ich gern, dass du die singst. Schauen wir mal, vor meinem Studio, ich ganz allein im Studio, das war noch in Steinerkirchen am Stetten, gell, beim Baumann Roland. Und habe ich gesagt, fahr halt mit, keine Ahnung, was sich da entwickelt. Und ich muss sagen, diese Nummer ist außer der Musik und Text, was der Maike natürlich schon vorbereitet hat, im Studio entstanden alles. Und ich war mega, mega stolz, dass ich das ganz alleine im Studio mit Maike gemacht habe. Und das hören wir dann auch noch heute. Ja, wenn du das spürst. Das hören wir nicht. Der Maurice hat gerade geschrieben, das bezieht sich, glaube ich, auf den Song von vorher. Da hat er nur die Frage geschrieben, ist es der Robert gewesen? Ja. Also Robert Stäubl. Robert Stäubl. Hat jetzt, glaube ich, vor kurzem einen Sterbtag gehabt. Ich kenne den Robert Stäubl leider nur vom großen Dippel. Ja. Nein, ich habe ihn live viel gesehen und gehört. Er wollte mit zwar vor der Tina schon ein paar Mal auf die Bühne holen, weil ich immer so geschwärmt habe von Singen. Und natürlich habe ich gesagt, nein. Ich bin eine Memme, möchte ich gleich einmal sagen. Ich bin eine furchtbare Memme. Ich rede zwar viel, aber ich bin eine Memme. Und ich habe ihn wahnsinnig gern gehabt. Er ist so einer meiner ersten zum Trapperfred in Wien, wo Jahngasse war das. Welcher Bezirk? Wissen wir nicht. Okay, haben wir vergessen. Fünfter, danke. Da ist er wirklich, glaube ich, zu meinem dritten Auftritt sind's viel gekommen. Das war die 49ers sind gekommen, der Robert Stäubl ist gekommen. Da habe ich gerade meinen ersten Percussionskoffer gekriegt, gell, mit die Schepperlwerk drinnen, weil ich nicht gewusst habe, was ich mit meinen Händen tun soll, gell, sonst mir irgendwas in die Hände da. Und da hat er wirklich gut zugeredet. Schau, sei nicht so nervös, du magst das schon und so. Und ja, Robert Stäubl, schade um ihn, wirklich. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Ja, das stimmt. Also das merkt man immer wieder, wenn man Lieder von ihrem Posten dann. Gut, liebe Gabi, wir haben wieder ein Lied drinnen. I Had to Fall in Love nennt sich eben die Nummer vom Maike. Dann viel Spaß und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, dann bitte an mich per Privatnachricht und wir werden das gerne beantworten. Don't know why my heart's beating like this. Guess I fell in love. The sky was so dear, the sky was so sweet, and a baby kiss made my life complete. The sky was so hot, I had to fall in love. The sky was so fine, the sky was so nice, and the sweet old lips would never tell no lies.
sky was so bright and the sand of mist brightened up my nights. The sky was so hot, I had to fall in love. Never tell. No lies. The sky was so hot, I had to fall in love. The sky was so hot, I had to fall in love. Falling in love. Yeah, falling in love. Ja, das Lustige ist ja, die Gabi, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und zwar haben wir uns in Facebook kennengelernt. Und wie es da, genau, wie es dazu so wollte, sind wir drauf gekommen, dass wir im Garten in Strasshof an der Nordbahn, wie es der Poolparty und so, weiß nicht, 200 Meter, ne, das ist schon ein bisschen weiter, aber eigentlich so um die Ecken, dass ihr wohnt und eigentlich sind wir so fast quasi Nachbarn, ne? Ja. Genau, darum sehen wir sie ja so oft. So wie in Frankie verdient, der ist ja auch in Strasshof daheim. Übrigens, falls du uns zuhörst, lieber Frankie, ganz liebe Grüße von Wien nach Strasshof an der Nordbahn. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wir sind jetzt davon stehen geblieben. Ich auch nicht so genau. Aber erzähl einfach da weiter. Wir haben ja, die Gabi ist ja ganz brav, wenn wir da so ein bisschen ein Konzept hätte. Ja. Weil ich bin schon wieder außerhalb vom Konzept. Na, was 16 klar. Jahre, weißt du, man wird älter, Altil lässt ja, grüßen genau. Und man vergisst so viel, gell? Aber wie gesagt, vielleicht, dass man die Altil gerade ein paar Fragen geschickt und eine, glaube ich, passt da jetzt ganz gut rein. Bitte. Du tust du eigentlich oder hast du vor, wieder einmal so ein Duett zu singen mit irgendwem? Das heißt, die Althelga fragt konkret, ob es von dir irgendwann wieder einmal mit wem ein Duett gibt. Ja, ich sag nicht nein. Ist. Ich sag nicht nein. Mit mir? Nein. Na, gern. Ja. Zum Schluss können wir schon was singen. Wir zwar. Ja. Also eigentlich will ich ja den Hörer dazu gewinnen. Ja, also. Nein, ich bin eigentlich für alles offen. Wir hätten nicht einen guten Gitarristen da. Wir werden dann in mit Mike, lassen wir uns noch ein bisschen vorstellen, weil da ist auch was Interessantes zu berichten. Aber ich kenne nur sein Gott vor der Radio, was der von Al Jackson und so. Aber das wird jetzt kein Mensch interessieren. Liebe Gabi, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Aber die Frage war eben wegen Duett, also du wärst nicht abgeneigt. Nein, bin nicht abgeneigt. Ja. Ich tue auch jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich gar nichts mehr mache, ich bin nicht fix in einer Band, habe auch nicht vor, fix einzusteigen in eine Band. Ich bin halt mehr so, ich singe bei Taufen, ich singe bei Hochzeiten. Wenn man mich gerne dabei haben möchte, bitte anfragen, anrufen, ausschreiben, anklopfen. Kann man reden drüber. Gut, liebe Gabi, wir haben da, ich muss wieder unterbrechen, aber das ist ja üblich bei uns, du weißt eh. Und zwar der Mati von die Ochigas schreibt uns da gerade. Mati, freut mich, dass du da bist, servus. Und zwar, ich habe das jetzt nicht ganz verfolgt vorher mit deinem Kassettenrekorder. Du hättest da Kassetten, die du gern spielen tätest. Ja, ich hab's mit. Passt. Lieber Mati, wir haben keinen Kassettenrekorder, aber wir hätten das Lied natürlich gern auf MP3. Das heißt, ich weiß nicht, ich werde mit der Gabi dann reden, dass wir das vielleicht irgendwie da lassen oder so. Und wenn du uns das irgendwie überspülen könntest, er hat noch einen Rekorder, schreibt er mir gerade, wären wir dir natürlich sehr dankbar, aber da reden wir nachher dann noch drüber um 22.40 Uhr, weil da werden wir halt circa Schluss machen, wenn es so weitergeht. Gut, auf jeden Fall, Mati, recht herzlichen Dank für dein Angebot. Wir reden uns dann nachher noch. So. Ja. Wo sind wir jetzt stehen bleiben? Wir haben wieder eine Nummer drin, da sollte man irgendwie dann hinkommen. Sollte man hinkommen, naja, also es geht weiter mit 99. Da waren wir dann in Las Vegas, das war eigentlich unser Höhepunkt. Da haben wir uns bei einem Wettbewerb angemeldet, haben natürlich auch den ersten Platz in Vocal Group of the Year da gemeistert und haben uns natürlich einen Koffer verkaufen müssen, weil wir die ganzen Tafeln nicht gewusst haben, wie wir es mit heimnehmen sollen. Ja, weiter mit Finkelpreise nach Memphis, Tennessee ist weitergegangen. Dann waren wir im 2000er Jahr in Dänemark Tournee, Skagen. Ja,
am Weg auf Dänemark sind wir natürlich auf vielen Radiostationen in Deutschland stehen geblieben. Ich kann es jetzt nicht alle beim Namen nennen. Wir waren 2001 auch im Country Festival in Meran in Frankreich. Das war sehr interessant. Ein Riesengelände, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Donauinsel, 3-Tages-Festival, aber nur viel größer. Also noch größer, die Bühne war noch größer wie die Kronebühne. Für uns drei kleine Gänsendorfer war das natürlich der Überhammer, gell? Und da haben wir natürlich ein Interview mit einer spanischen Reporterin auch in Folge ein Auftritt in Barcelona zustande gekommen. Mhm. Also dann waren wir auch in Spanien für ein Wochenende. Also ich sag, unterwegs waren wir irre viel. Also ich hab eigentlich nur vom Koffer gelebt. Ich hab gerade nach Hause gefunden, Koffer auf, Schmutzwisch, außer waschen, wieder rein und mein Koffer wieder weg. Also das war meine Freizeit, die ich nicht hatte. Ja. Also, ja, natürlich war es auch mit dem Beruf immer wieder schwierig. Ich habe immer so 20, 25 Stunden Jobs gehabt, so musste ich, geregeltes Einkommen muss halt schon sein. Nur von der Musik leben ist verdammt schwer in Österreich, wurscht, welche Musikrichtung man macht, also es geht leider nicht ohne. Und zwischendurch habe ich halt wieder gesagt, okay, jetzt schmeiße ich wieder und jetzt stürze ich mich ins Musikerzigeunerleben und das war schon lustig, anstrengend, aber ja, doch Erfahrung schon gesammelt, natürlich, ja. Ja, und aus Deutschland kommt eine Frage rein, und zwar vom Vince Everett, das ist ein Musikerkollege. Ja. Und zwar, er möchte ganz gerne wissen, bevor du auf die Bühne gehst, hast du da Lampenfieber und wenn ja, wie bekämpfst du das? Aha, also Lampenfieber hat es heute auch gehabt, muss ich sagen. Gut. Ja, Lampenfieber ist ja was Wichtiges eigentlich, weil wenn man sagt, kein Lampenfieber, dann kann das, glaube ich, nicht so gut rüberkommen. Feuchte Hände natürlich, die wischt man sich dann in der Hosen immer ab, gell? Ich bin dann ziemlich verkrampft im Gesicht, dann mache ich halt so ein bisschen Übungen, die sollte man natürlich alleine tun und nicht vor Publikum, so Dehnungsübungen, klopft man natürlich ein bisschen aufs Kinn immer und ja, ich mache das halt mit meinem Entertainment, mit meinem Kasperl sein, die Leute, die mich von früher kennen, ja, ich habe das mehr mit dem Kasperl bitte versteckt, immer meine Nervosität oder Angst vielleicht. Ja, es gibt natürlich, muss ich ehrlich zugeben, man hat als Sänger oft so Angsttöne, Angstlieder, wo man sagt, da ist man für vielleicht noch nicht so ganz sicher, gibt man nicht gern zu, aber ist so, ja, da muss man eben durch. Und wenn man es einmal halt verhunzt, dann macht man es beim nächsten Mal umso besser und passieren dort beim Live halt ab und zu mal was, ne? Kann passieren, ja, aber das gehört dazu. Aber ja. Also auch bei so, bei Country Radio Revolution passiert auch öfters was, aber das macht ja nichts. Ist life mir noch nicht aufgefallen. Danke, ganz lieb, nimm deinen Kuchen. Ja, ja, mein Kuchen ist. Wir haben wieder, ja genau, also die Dame, was früher geschrieben hat, wegen einem Rezept, hat sie nicht mehr gekriegt. Also. Ja, man kann es ja dann reinschreiben, genau, oder so. Ja, können wir dann posten. Ja, ja, ja. Wir haben aber jetzt wieder eine Nummer drin, ich glaube, die passt jetzt da ungefähr rein. Ja, und zwar, da haben wir mit einer Musikschule Stift Zwettl zusammengearbeitet. Die haben einen Workshop gemacht. Und zwar nennt sie das Thema We Go to USA, USA. Und die haben echt unsere Geschichte, ja. Wie wir damals nach Amerika gegangen sind, Country Award, Vocal Group of the Year, die haben das in einem Theaterstück mit Musik, also Musical eigentlich, haben die das nachgespielt, unsere Geschichte. Und wir waren auch geladen. Und das war für mich natürlich der Inspiration, dass ich sage, jö, jetzt möchte ich wieder mal in ein Studio gehen, hab zusammengespart, zusammengekratzt meine Groscheln und bin ins Studio gegangen und hab einen Song eingesungen, den man kennt, sei es von Country, ist eigentlich ein Country-Song, ja, und natürlich im Radio Ö3 hat man natürlich auch gehört, lasst sich überraschen, aber den Titel kann ich ja schon sagen. You say it best when you say nothing at all. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing.
So, wir begrüßen alle neu dazugekommenen Hörer recht herzlich willkommen ins In- und Ausland bis ins Weltall und Südafrika und wo überall hätten wir die Leute zuhören. So, liebe Freunde, ich habe vorher schon gesagt, wir haben auch einen Gast noch mit, und zwar den Mike Lommers. Lieber Mike, bei dir ist ja so, dass du auch durch und durch Musiker bist. Also, bevor wir zu dir noch kommen, wie habt ihr zwei Herren nicht kennengelernt? Das muss ja irgendwie eine Geschichte sein. Habt ihr euch da wo getroffen, musikalisch, oder wie hat das bei euch zwei überhaupt funktioniert? Ja, also, ihr kennt euch ja schon länger, nicht? Ein paar Tage, nicht? Mike habe ich bei der Tina kennengelernt, ne? Er war fix bei ihr. Und er war halt derjenige, der gemeint hat, liebe Tina, nimm die Gabi unter Vertrag. Er ist schuld. Ich bin immer schuld. Er ist immer an allem. Bei der Weltkriege. Und somit ist der Kontakt ihm geblieben. Gut, ich muss jetzt nur ein bisschen näher zu den Mikros, beziehungsweise ein bisschen lauter reden. Gabi, das war jetzt sehr leise. Das war sehr leise, okay. Gehört, ja. Ich spreche laut. Gut, lieber Mike, du bist natürlich auch durch und durch Musiker, haben wir gerade gesagt. Stell dir mal kurz vor, so ein geschwites Porträt, wie kommst du zur Musik, von wo kommst du, was spielst du, bist du Country-Musiker, also ein Kurzporträt einmal. Kurzporträt, mit 14 Jahren hat mein Bruder Gitarre angebracht und hat mir verboten, sie jemals anzugreifen, dadurch habe ich es unbedingt angreifen müssen, sobald er bei der Tür draußen war, und der Rest ist Geschichte. Okay, ich habe ja was erfahren, liebe Freunde, das wird wahrscheinlich in Dings, ja, wir wissen, liebe, weil wir sind schon näher beim Mikro, jetzt wird es lauter. Und zwar ist folgendes, der Größentippel, über den er vorher angesprochen. Und der Größentippel, der Text ist von Mike. So ist es, ja. Gestohlen von Run-C&W. Aha. Die haben das wunderbar vergackeiert und ich habe das mehr oder weniger übersetzt und der Robert wollte das machen unbedingt. Also das freut mich ganz besonders, weil zum Größentippel ganz klar. Auswählen. Und ich weiß ja, die Birgit Keener Rose singt da eigentlich auch immer, die hat immer ständig im Programm. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht gewusst und freue mich, dass du jetzt da sitzt. Das ist ein super, super tolles Lied. Bevor wir weiter plaudern, lieber Uwe Schreiber, es gibt natürlich was live, und zwar tolle und glasklare Stimme ist übrigens gerade geschrieben worden zu dem letzten Lied von dir, also ein Kompliment. Da war ich nur schüchtern. Genau. Wir hören jetzt da was live, was hören wir jetzt von euch? Ja, ich habe einen Song ausgesucht, den glaube ich viele kennen, und zwar Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, lay it soft upon my skin, like the shadow on the wall, come on, lay down by my side. Till the early morning light, all I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Night.
Ja, wunderschön. Und da kommt der Satz, der kommt mir gleich und sagt, das fällt unter Musik zum Träumen. Super Stimmen. Also großes Kompliment an euch. War ganz, ganz toll. Das heißt, wir müssen heute auf alle Fälle noch mehr spielen. Das ist einmal jetzt eh ganz klar. Das werden wir machen. Übrigens, Dix Busserle vom Ferret Mike soll auch schicken. Oh, Bussi zurück, Bussi, Bussi, ja. Alle, ich bussel alle. Genau, und eigentlich hast du jetzt hier der Althelger ihre Frage mehr oder weniger beantwortet. Ne? Das war ja auch jetzt eigentlich live hier ein Duett. Richtig, richtig. Kann man ja so sagen. Ja. Ne? Ich bin auch froh, dass ich in Maike wieder angeschrieben habe, weil wir haben uns echt 6 Jahre nicht gesehen und nicht gehört. Und wenn man denkt, na, wurscht, ich probier's einfach, ich schau ich brauch wem, der mich kennt, den ich kenn, dann ist die Nervosität nicht so krass, ja, und ich mag halt den Mikey deshalb gern bei mir an meiner Seite, weil er ist ein Musiker, der beim Singen auf einem wirklich eingeht, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, ja, und das schätze ich sehr an ihm. Danke, Mike. Ja, und das war jetzt der Busse übrigens, weißt du, bisher Radio, sagt man nichts, oder 50 oder? Nein, ich komm nicht mehr. Ganz wichtig, muss ich natürlich dazu sagen, dass natürlich auch ich froh bin, dass du im Mike angesprochen hast, weil somit haben wir natürlich wieder einen Termin bei Country Radio Revolution mehr oder weniger nächstes Jahr vergeben, weil ich habe natürlich mit dem Mike schon vorher darüber gesprochen. Wird sicher ganz interessant werden und wir machen dann noch einen Termin aus und da gibt es dann vom Mike noch mehr zu hören und auch zu erfahren, wie, was, wann, wo, ihr wisst es, und da wird es dann sehr interessant werden. So. Wir haben wieder ein Lied drinnen. Diesmal hast du was eingegeben vom Vince Gill. Jawohl. Naja, der Vince Gill. Vince Gill. Yes. Nicht Chill. Mein Englisch ist sehr bescheiden. Ja, okay. Also Vince Gill, das ist so auch ein Favorit von der Gabi. Nicht nur, dass er hübsch ist, oder einmal war. Nein, jetzt ist er schon älter, ein bisschen. Ja, gut, wir werden alle älter. Ich liebe ihn, ich liebe seine Songs. Ich liebe seine Stimme, sein Gitarrenspielen, Mandoline, gell? Kommt vom Bluegrass ursprünglich. Und ich glaube schon, dass da einige Fans darunter gibt, die Vince Gill auch gerne hören. Lass mal schauen, hören, was wir so zu bieten haben von ihm. Ja, dann viel Spaß. Well, it's raining down in Houston. I got a hole in both my shoes. Baby's put me on the street. She says I'm through with you. But she thinks I'm gonna miss her. Someone tell her that she's wrong. I'm going back to Oklahoma, boys, 'cause that's where I belong. I need one good ride. I'll be satisfied. Come on, Oklahoma. Leaving out tonight. I need one good ride. I'll be satisfied. Come on, Oklahoma borderline. If we roll all night, she'll be coming in sight. Come on, Oklahoma Oh,
Ja, und ich muss sagen, live war das natürlich ein tolles Erlebnis heute, weil wirklich zwar super Musiker, zwar tolle Stimmen und vor allem auch heute noch mit Kerzenlicht und alles. Aber in wenigen Minuten werdet ihr das natürlich auch sehen können, die Silvia arbeitet schon dran, dass das natürlich online ist. Servus Bertel Blue, begrüße dich recht herzlich und alle neu dazugekommenen Hörer. Wahnsinn, was da heute los ist, und ich muss mich jetzt wieder entschuldigen. Ich komme natürlich mit Lesen, Antworten und Schreiben nicht mehr nach, aber wir werden das in den nächsten Tagen, ja, muss ich sehr feiern. Na, du musst wie mehr stehen. Genau, bitte, wer meldet sich freiwillig? Wir brauchen noch einen, ja, wie sagt man da, schreib an Facebook-Beantwortungsschreiber. Gut, was mich noch interessiert, wir haben ja früher mit Marty gesprochen. Marty hat ja, ich kenne ihn ja vom Musical, der ja Country-Musical, haben sie ja gespielt, haben sie ja gemacht mit der Isabel. Und dann ist vielleicht immer so theatermäßig irgendwas unterwegs gewesen, oder Musical, oder gibt es da eigentlich Erfahrungen? Ja, Theater ist mein ganzes Leben. Ja, mein ganzes Leben ist eine Schauspielerei und ein Theater. Also ich war auch im Schultheater und ich bin halt wahnsinnig gern auf der Bühne und ja, da mein Kasperl da ein bisschen, aber ja, es hilft mir einfach und da kann ich einfach so sein, wie ich bin und ja, macht mir irrsinnig Spaß. Und da hätte ich sogar noch eine Geschichte zum erzählen, und zwar im 2007, also 2006 und 2007, da haben wir die Erika Kopetzki kennengelernt, die haben wir von einer Tanzschule kennengelernt, klassische Tanzschule, und auch sie in ihrer Privatzeit hat mit Irish Dance da eine Promotion gemacht, mit viele Kiddies und auch Erwachsene Auftritte gemacht, und da haben wir gesagt, hey, da machen wir was. Wir müssen natürlich auch überall dabei sein, die Tine und ich, wir waren offen für alles und haben beschlossen, da eine Show, ein Musical zu machen, und zwar nennt sich das wie bei der Zwettler Musikhauptschule From Ireland to USA. Also fast so ähnlich, die Geschichte von uns wieder erzählt, aber mit Tanz, Gesang, mit Musik, Schauspielerei. Wir haben echt mit den Kindern wirklich, da gab es ein Drehbuch mit Sprechen und Erzählen. Ja, und ich habe eine super Rolle gekriegt. Eh klar, ich war der Kobold. Was macht der Kobold? Schabernack. Die Rolle wurde mir auf den Leib geschrieben. Und da haben wir zwei Konzerte gemacht, Szene Wien, Mistelbach, und das war ganz interessant, mega anstrengend, denn in einem Konzert, glaube ich, habe ich mich 15 Mal umziehen müssen, oh, zwischen Kobold und dann Gesang wieder, aber es war wirklich eine tolle Erfahrung, auch vom Tanzen her, auch wir zwei, Tina und ich, durften Tanzschritte einüben müssen, ja, etwas leichter natürlich, weil so kann man das natürlich nicht, das muss man schon gelernt haben. Und da hat man gedacht, weil jetzt besinnliche Zeit, Weihnachtszeit schon da ist, gibt es einen Song, den wir beide gesungen haben bei diesem Musical, bei dem Auftritt, und zwar ist es der Danny Boy. Kurt, haben wir den? Zufällig haben wir ihn da. Danke. Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are dying. 'Tis you must go and I must pass. And when ye come and all the flowers are dying, and if I'm dead, as dead I will maybe, you'll come and find the place where I for me. But come ye back.
Ja, wunderschöne Nummer und da verstehe ich natürlich schon, dass einige feuchte Augen bekommen. Und lieber Roman Müller, danke für deinen Hinweis, aber du wirst beim nächsten Video, weil wir hören jetzt wieder was live sehen. Also wir haben jetzt wirklich das zweite Kerzerl natürlich angezündet, weil am Sonntag war ja schon der zweite Advent. Ja. Und somit haben wir jetzt natürlich diese zwei Kerzen. Lieber Roman, du siehst, euer Wunsch, dein Wunsch ist uns Befehl und wir begrüßen recht herzlich Nick Shannon. Kleine Werbung am Rande. Im Februar wird ja Julian und Nick Shannon bei den Paradise of Horses Line Dancern live zu hören und zu sehen sein. Wir posten das natürlich dann immer ganz genau. Würde uns freuen, euch dann begrüßen zu dürfen. So, liebe Gabi, zu euch zwei nochmal. Gibt's da wahrscheinlich auch viele, viele Episoden und Geschichten, was ihr so miteinander schon erlebt habt, alles? Ja, alles erzähle ich jetzt nicht, gell? Naja, wir haben nur, wie gesagt, wir können, ja, ich weiß nicht, wie lange Zeit habt, zumindest Feiertag, also wir können ruhig ein bisschen länger machen heute, nicht? Nein, also es war, ja, wir haben tolle Erlebnisse gemeinsam mit der Tina gehabt, ne? Und ja, der Maike hat uns dann, glaube ich, im 98er Jahr, ist dann eigene Wege gegangen, ja. Und schade, eigentlich, sehr schade. Aber er hat mich zum Beispiel, glaube ich, so 98, 99, hat er mich dann überredet, nach München zu fahren auf ein Konzert von Cathy Mattea. Ja, auch sehr bekannt eigentlich, ja. Und das war ein Erlebnis. Also mit dem Auto aufgefahren, 10 Stunden so, glaube ich, ne? Oder ich weiß gar nicht mehr. Ja, ein paar Meter weiter und wir waren im Meer gewesen. Ja, jedenfalls ein tolles Konzert von ihr. Ich habe heute noch ein Foto zu Hause. Und ja, und haben im Studio gemeinsam gestanden. Der Maike schaut das Mikrofon da so ganz faszinierend an. Ja, ich warte, dass du einmal eine Pause machst, dass ich was erzählen kann. Ne? Du mir Luft holen. Wenn Frauen gehen, okay. Na, weil irgendwann vorher die Frage war, ob sie wieder mal ein Duett aufnimmt und sie weiß es noch nicht, aber sie wird im Jänner ein Duett aufnehmen und wir werden ein Video dazu machen. Und wer immer das sehen will, bitte die Gabi oder den Kurt anschreiben, wie man das finden wird. Ja, also das freut mich natürlich jetzt. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ja, also wie gesagt, wir werden dann demnächst, sobald wir das Video haben und das Lied haben, natürlich das bei Country Video Revolution als Welturaufführung natürlich präsentieren. Ganz klar. Lieber Mike, recht herzlichen Dank für die Information. Und wie gesagt, der Mike wird im nächsten Jahr irgendwann einmal bei uns sein und da wird es sicher auch ganz eine interessante Sendung geben. So, was hören wir jetzt von euch noch live, bevor es dann um 9 Uhr die Termine gibt? Ja, die liegt mir sehr am Herzen. Auch eine Nummer, geschrieben von Maike. Ja. Nicht von dir? Nicht von mir, aber ich hätte es gern geschrieben. Okay. Also ich hätte gern die Tanze jemand dafür. Ich. Okay. Aber liegt mir sehr am Herzen. Das ist ein wunderschönes Lied. Erinnert mich halt an meine Kindheit, die nicht gerade sehr einfach war. Und habe meine Mutter auch vor 6 Jahren verloren. Und bin eigentlich so ganz alleine auf dieser Welt und ein sehr einsames Waisenkind. Und ja, so nennt sich auch dieser Titel, I'm an Orphan Girl. I live to
beside me until I'm riven. Be my mother, my father, my sister, my brother. I am an orphan girl. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country und Ländernveranstaltungen. Wie, was, wann, wo? Countdown in 3, 2, 1. Ja, meine Lieben, und jetzt ist 21 Uhr und wir sind bei den Terminen. Ja, wir haben ein langes Wochenende. Wir beginnen mit Donnerstag, den 8. Dezember. Und da hätten wir Sunshine Kid Memorial. Das Ganze ist im Schutzhaus am Amersbach. Das ist im 14. in der Breilgasse 3. Ja, und live habt ihr dort Steve Harrison, Nashville Express, Arizona Eagles, New West und Campfire. Ja, und es beginnt um 17 Uhr. Ja, dann hätten wir noch morgen Advent im Bierhäusl mit Smokey 2. Ja, das Bierhäusl ist in der Voralpenstraße 14 in Neuzeug-Sirning. Ja, es beginnt um 18 Uhr. Ja, und dann haben wir noch morgen Catalan Country Christmas Day mit unserem Bruno Moccia. Ja, wir treffen uns um 16.30 Uhr vorm Esterhazy-Schloss in Eisenstadt. Da machen wir den Christkindlmarkt unsicher. Ja, und anschließend fahren wir dann am Martinihof nach Neudörfel. Dort gibt es dann eine Weihnachtsfeier und da wird der Bruno Moccia mit uns einen Workshop machen. Ja, wird sicher eine ganz eine nette Weihnachtsfeier. Ja, jetzt sind wir beim Freitag, den 9. Dezember. Da haben wir Dunn Rooster Company's Christmas Special. Und zwar ist das im Café Carina, das ist im U6 Stationsgebäude Josef Stetter Straße im 8. Bezirk. Es beginnt um 20 Uhr. Ja, jetzt wären wir bei Samstag, den 10. Dezember, da hätten wir Country Xmas mit Michael Stone in Linz im Residenz. Und das beginnt um 17 Uhr. Ja, dann haben wir noch Line Dance Advent. Und zwar Rose Garden Dancer und Johnny Lee würden sich freuen, gemeinsam mit euch einen schönen Line Dance Abend verbringen zu können. Es wäre toll, auch Western-Freunde und Western-Outfit begrüßen zu können. Das wäre Samstag um 20 Uhr in Axams Postkutschlerhof. Das ist in der Burglercher Straße und zwar in Axam in Tirol. Ja, dann hätten wir am Samstag Country Advent und Xmas Party mit Birgit Koch und Patrick Rauch und Mississippi Goes Akustik. Das Ganze wäre im Old Mississippi Country Club Austria, also beim OMCCA, im Clublokal in der Rosensteingasse 84 im 17. Bezirk und das beginnt um 18 Uhr. Ja, und jetzt wären wir beim Sonntag und da hätten wir zum Abschluss Adventfrühshoppen mit den Legendary Daltons und zwar im Salon Donaplex in der Wagramer Straße 79 und das beginnt wie immer um 12.30 Uhr. Ja, und dann haben wir noch am Sonntag die City Slickers am Adventmarkt hier Stetten im 22. Bezirk. Das Ganze ist von 18 Uhr bis 20 Uhr. Sitting in the porch swing, listening to the light rain, beating on the tin roof, baby, just to me and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer. Moving to and fro, swaying like a slow freight train. Rocking with the rhythm of the rain. Let the breeze. Keep the sweet, 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 swe
just me and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train, rocking with the rhythm of the rain. Let the breeze. Ja, mir haben wieder ein interessantes Interview eingefangen, und zwar unser rasender Reporter Erwin Lestern, der da immer unterwegs ist für Country Radio Revolution. Der war bei einem Auftritt, ich glaube vor 3 Wochen circa war das, und zwar bei den Storytellers. Und dort hat er Mark Rachel vor das Mikrofon bekommen. Viel Spaß. Country Radio Revolution. Ich melde mich hier aus dem Josef in Linz, gerade von der Storyteller on Tour, und habe hier Mark Ellen Cash bei mir. Er war ja schon in Österreich heuer, in Haag am Hausruck. Und Mark, nice to have you here for a short interview. Glad to have you back in Austria. Well, thank you. It's the second time now? Second time, yes. I was here last May for the Country Music Festival in Haag. And we had a great time. I did a one-hour show, I think, on a Saturday. And then yes, I remember. Right, and then did another show on Sunday, and we just had a great time, and Manfred Hummenberger brought us in, yeah. And we had a great time, and it was great to come back again. I love this country. It's absolutely beautiful, and the people are wonderful, just great people, and it was so exciting to come back, and I understand that we're going to come back again next year, so I'm excited about that as well. Okay, also der Marc freut sich sehr, dass er noch einmal zurückkommen konnte nach Österreich. Er liebt Österreich und es hat ihm sehr Spaß gemacht in Haag am Hausruck. You played the Stanley T. Coates on Sunday morning. Yes. It was a great show. Yeah. Well, he backed me twice. He did on Saturday, and then he got his band together again Sunday. And so I was fortunate enough to have him both times. And he's a great entertainer and has a great band, and they did a great job before me and did a great job backing me, and then they do a great job during their own show also. So, also er sagt auch, Daniel T. Coates ist ein großer Entertainer und er hat selber auch alleine eine tolle Show gemacht, und es hat ihn sehr gefreut, dass ihn Daniel T. Coates unterstützt hat an diesen beiden Tagen. You have now the Storytellers on tour. How long is it going, and where do you perform? Well, we go two other places, and I'm sorry to say, but we're coming to Linz. We're going two other places, but one is in Germany. It is, yes. Untermettingen. It's in the Four Corners, I think. Right. Yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. And I know we have 2 more shows. I'm sorry, I wished I was armed with the information to tell you, but they're not too far from here. They're a couple hour drive here, but we fly out back to the States on Tuesday. Yeah, so we play tomorrow night and then one more night, and then fly back Tuesday. We'll have a day to rest or sightsee. Okay, but no show in Austria. It's nearer Austria, but I don't think so, not in. Also es gibt noch 2 Shows, eine in Deutschland, ich glaube in Four Corners habe ich gelesen, und in Dachau, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, it was a great show today. Well, thank you. Thank great you so performance, much. And will you come back soon to Austria? I hope so. The powers that be tell me yes, so I think we'll be back, and I can't wait. I love it here. Okay, maybe we can have you back in Vienna also. Yes. That would be very nice. I'd love that. Thank you so much. Thank you for the interview, Mark. All right.
Preis habe ich jetzt noch Rachel Dawson bei mir. Sie hat heute mit brillanter Stimme gezeigt, was alles möglich ist auf der Bühne. Und hello Rachel, fine to have you here for a few words. Hello, it's great to be here. I also think it's great that you are here, because it was a great performance and a brilliant voice. Oh, thank you. Thank you too for the good performance. You like it here in Austria? I love it. This is my first time overseas. Oh. So I'm just like trying to absorb it all, and we've been here, we got in yesterday, and it's going too fast already. Oh. I would like to stay here for about a year. It would be better, yeah. That would be nice, yeah. Yeah, so maybe you have to come back to play in Vienna too. Yes, that would be wonderful. Either that or ship for my kids. Yeah. To stay here. Whole family. Yeah. Also es gefällt der Rachel sehr gut in Österreich, es war ein bisschen stressig, sie sind erst vor kurzem angekommen und somit war es ein bisschen schwierig, die Storyteller Tour geht jetzt noch weiter, wie wir vom Marc gehört haben. You also made a CD? I did, my first one ever. The first one ever, okay. Yes, in Nashville, I worked at a farm, it was a working farm with cattle and everything for about 10.5 years before Brian Oxley and Sally bought it. Brian Oxley found out about Johnny Cash about 3.5 years ago because he was raised in Japan. So he fell in love with Johnny Cash, researched the heck out of him, and brought Bon Aqua back to life, which has Johnny Cash's farm, one of his farms, that he's, I think he had it for 33 years, and a museum that used to be an old store that he owned for a while and played on a little stage. So I kind of got grandfathered in, because I already worked on the farm, so they just kept me. I wouldn't leave. So I tried to translate it later. Have fun with that one. Okay, so the tour is ongoing, and the Storyteller Tour, the three guys, you will perform more. Yes, we have two more venues. One in Dachau. In Dachau. And then the other one... I can't say, I keep messing it up, but it's in Germany also. Also in the future, you will perform? I would love to, yes. Yes. Oh. Then we will hear more for you, maybe a CD from the Storytellers. That would be nice. Okay. Thank you very much for thank the interview, so Rachel. Thank you. Thank you, bye. Bye. Thank you. Nun habe ich noch den dritten im Bunde, David Langley. Hello, David. Hello, my brother. How are you? In Austria. Oh, it's wonderful to be here. What a beautiful country. Oh. This is wonderful. And everybody is so nice. We're so honored to be here. Thank you. Yeah. It is third man here and the Storytellers playing great guitar. Yeah, I like thank it. You. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be a part of the Storytellers Museum out there in Tennessee, America, with the heritage of Johnny Cash, and to get to perform with my dear friend, Mr. Mark Allen Cash, and Miss Rachel Dawson. She is wonderful, and it's just amazing. And you folks here in Austria are so wonderful. Thank you. Yeah, we in Austria also like country music. I can tell. Yes, it's wonderful. Also David ist auch stolz, hier der Dritte zu sein im Bunde mit der Rachel, die eine tolle Stimme hat, und natürlich mit dem Marc zusammen hier zu spielen. I couldn't have said that better myself, even though I didn't understand you. Okay, David, nice to have you here for the interview. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. See you soon in Austria. Thank you. Thank you, brother. I'm on Facebook, so send me a Facebook. We can on Facebook, yes? Yep. Okay. We can do. I was born in North Carolina in 1962. My daddy played honky-tonks every night till 2. One night he took me with him through those swinging doors, and I heard the country music, saw the crowd hit the dance floor. Dad made $50, I stayed up till 3. This is a life for me. By the time I turned 14,
I was playing lead guitar. The day I went to school and at night I played the bars. 2 or 3 years later, I noticed some strange old looks I was getting from the girls began to change. I knew right then and there it was meant to be. This is a life for me. This is a life, the only life I'll ever know. And every day another town, and tonight another show. And ever since I was a young kid, I had this crazy dream. And now I know it was meant to be. This is a life, this is a life for me. Just to see if I was wrong. But ain't the kind of knowledge that you need to write a country song. I got my education on the wild side of life. Through a cloud of smoke so thick you could cut it with a knife. There was no doubt about it as far as I could see. This is a life for me. This is a life, the only life I'll ever know. Every day another town, and tonight another show. And ever since I was a young kid, I had this crazy dream. And now I know it was meant to be. This is a life, this is a life for me. This is a life, this is a life for me. Oh, Waylon would love that horse. So, das war ein kleiner Ausflug. Recht herzlichen Dank, lieber Erwin. Und wie gesagt, weiter geht's mit unserem heutigen Gast. Gabi, direkt angereist aus Strasshof an der Nordbahn. Hat gleich hergefunden, aber ich muss dazu sagen, sie war schon einmal bei uns, also war das nicht so ein großes Problem heute. Da war das Zimmer noch nicht so schön wie jetzt. Ich bin ja erstaunt, was du daraus gemacht hast. Ja, da haben wir noch gehabt, die Rumpelkammer. Mittlerweile haben wir ein voll tolles, mittlerweile, wie gesagt, elektronisch toll ausgerüstetes Mikrofon. Wow. Dank meiner Kinder und meiner Mitglieder der Paradise of Horses, Leinenzer und im Benji natürlich und Helmut Mitterecker und alle, die uns da geholfen haben. Recht herzlichen Dank. Aber zurück zu unserem heutigen Gast. Was mich interessiert, du hast aber schon so eine richtige Gesangsausbildung, oder? So von der Piso mit Atmen also und ich habe so. Angefangen, ehrliche Antwort, konnte ja. Es mir finanziell nicht leisten mehr und hab's dann lassen. Ja, es ist halt alles mit Bauch, Gehör, Gefühl und geht auch so. Mhm. Ja. Und ich sage halt in den Höhen rauf oder Tiefen runter, das, ich sage, es ist viel Routine. Ich muss kurz unterbrechen. Ja. Vince Everett, der war vorher ganz begeistert, der letzten Lied vor der Pause, beziehungsweise vor diesen Terminen. Okay. Da hast du ja ein Lied gesungen, wo wir alle auch im Studio Gänsehaut gehabt haben, muss ich dazu sagen. Und da wurde gefragt, wie viele Oktaven du da so schaffst. Ja, boom, das kann ich da eigentlich gar nicht so beantworten. Ich habe keine Ahnung. Von Michael Wickert 17. Ich warte, nein. Nein, es ist, ich glaube, es kommt viel vom Background-Singen, wenn man halt auch ins Studio geholt wird. Man sollte schon gewisse Höhen drauf haben oder auch wieder runter können. Im Laufe der Zeit mit 16 Jahren Country-Musik, muss ich sagen, die verrauchten Lokale und so, wird die Stimme schon etwas tiefer, ja, verrauchter und tiefer. Aber wenn ich mich zusammenreiße und mich bemühe, kann ich auch die Engelschöre doch noch singen und ja. Gut. Du hast aber eigentlich Country war immer schon bei dir mit der Tina Rauch und so, oder gibt es ja nicht von dir was anderes, andere Musikrichtungen, wo du was singst? Ja, also meinem Herzen ist schon natürlich Country ist number one. Mhm. Ich gehe aber ganz gern so auf Swing,
Gospel, Blues, Jazz, also das sind so meine Favoriten. Und da bin ich schon schwer am Überlegen jetzt. Ja, ist noch nicht ganz fix, aber in meinem Kopf habe ich da schon einiges vor. Das letzte Jahr hat mich halt ein bisschen durch meine Krankheit zurückgeworfen. Jetzt sage ich, starte ich neu und möchte doch in gewissen verschiedenen Musikrichtungen ein kleines Konzert dann machen. Das heißt, 2017 wird man wieder mehr von der Gabi hören, sehen. Ich hoffe, dass es zustande kommt, ja. Ja, unbedingt. Ich bin noch am Arbeiten dran. Ganz fest die Daumen. Danke. Gut, du wolltest jetzt, wir haben jetzt wieder eine Nummer dann drinnen, Alison Krauss. Da, glaube ich, gibt es eine eigene Geschichte, oder habe ich die jetzt aus dem Konzept? Nein, da habe ich keine Geschichte, ich bin nur ein Fan von der Alison Krauss, ein großer. Okay. Ja, ich wollte dir fragen, gibt es irgendwem so, was du sagst, so eine Vorbildfunktion oder sowas? Also meine Vorbilder, die mich natürlich ganz, ganz schwer begeistert haben, inspiriert haben, waren am Anfang die Judds. Ich glaube, die kennt man, Mutter, Tochter, Winona und Naomi Judd. Durch das Zweistimmige hat mich das natürlich total begeistert und ich habe alles erworben, was man nur erwerben kann, CD, ja. Video und habe gelernt und also die Charts sind so meine Favorites, also von denen komme ich nicht runter, ne? Und dann da habe ich also viele Vince Gill natürlich, Trisha Yearwood, Dolly Parton, Shania Twain, also da gibt's natürlich ich glaube alle, also es gibt fast Patsy Cline, Emmylou Harris, Rhonda Vincent, Tammy Wynette, also quer durch die Bank. Martina McBride bin ich ein großer Fan. Also da höre ich ganz gern privat die Stimme, die liebe ich über alles. Also ja, sind gut, so meine Favorites. Dann würde ich sagen, dann rufen wir mal eine da bei Alison Krauss. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Nummer ich ist. Ich hoffe auch. Schauen wir mal. Dann wird peinlich. Same old place, same old city. What can I do? I'm falling in love. I'm just an old hound dog, roaming around, oh Lord. I've got all this in heaven above. Oh, Atlanta, I hear you.
Ja. Ja, uns rennt heute ein bisschen die Zeit davon. Ich muss sagen, wir haben mittlerweile 21.26 Uhr und die Zeit vergeht wie im Flug. Wir haben noch ein Highlight und noch ein Highlight und noch ein Highlight. Das nächste Highlight, und zwar eine Durchsage für den Verein Contra Krebs. Und zwar der Verein Contra Krebs, die waren ja schon einmal hier bei uns live on stage, veranstalten am 8. Juli 2017 wieder einen musikalischen Schiffstagesausflug. Mit an Bord werden dort sein, erstens einmal Dan Wluster Company mit Nick Paremba, und ihr wisst, sie sind ja im, glaube ich, Mai oder März bei den Paradise of Horses Line Dancer Live. Weiters wird dort sein Marina Jay und die Gruppe New West. Also wird sicher ein ganz, ganz super Programm werden. Aber jetzt gibt's was Neues, und zwar, ihr könnt entscheiden, die Hörer können entscheiden, wo diese Schiffsreise hingehen soll. Das heißt, wo wollt ihr hinfahren am Schiff mit der Dan Wluster Company, mit der Marina Jay und mit New West? Entweder Dürnstein, Weißkirchen, Spitz an der Donau oder nach Bratislava. Das heißt, wenn ihr da was entscheiden wollt, entweder schreibt mir eine Privatnachricht oder direkt an den Herrn Fritz Schneider. Beziehungsweise werden wir so ein Frage-Dings da machen, da gibt es ja was in Facebook, da werden wir eine schreiben, eben Dürnstein, Weißkirchen, Spitz an der Donau oder Bratislava, und dort könnt ihr das dann natürlich entscheiden. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, eine ganz, ganz wichtige Sache, Verein Contra Krebs für einen guten Zweck am 8. Juli 2017, und sobald wir da eine Veranstaltung haben, werden wir das natürlich dann posten. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Lieber Frankie Fortin, danke, dass uns du vor circa einem Monat einen Applaus, Trommelwirbel geschickt hast. Wir haben den noch immer nicht online, aber macht ja nichts. Wir kommen zu dir, und zwar, wir haben jetzt da gekriegt, und wir zwar von der City Slickers, zwei CDs. Und da möchte ich mich noch einmal bei allen recht herzlich bedanken, die schon wieder so viele, viele mitgespielt haben. Und wir werden euch natürlich ganz, ganz fest jetzt die Daumen halten. Wir haben zwei CDs da, die Gabi wird das jetzt dann ziehen. Und ganz wichtig ist, die Gewinner, die beiden, schickt mir dann bald eure Adresse und wir lassen euch die in den nächsten Tagen zukommen. So, wir dann da wieder kurz umbauen. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen leiser wieder werden. So, dankeschön. Ich nehme hier meinen wunderschönen rosa Cowboy-Hut, gespendet von der Firma Fashion bei Katharina. Ihr wisst ja, Country-Mode, Old-Fashion, alles bei der Katharina. Liebe Gabi, bitte. Unser rosaner Hut. Yippie. Sind wir online? Ich bin nicht frasiert. Macht nichts. Mein rosaner Hut. Liebe Gabi, nicht reinschauen, einfach gut mischen. Okay. Dann bitte einen ziehen, aufmachen, vorlesen und dass sie mir in die Kamera zeigen, dass da nichts passiert. Wie gesagt, eine CD jetzt einmal für die von den City Slickers, und die Gabi sieht, also irgendwie. Ich bin das Glücksbengel. Okay. Ah, Engel. Jawohl, Engel. Gut. Ja? So, Trommelwirbel haben wir noch immer gehabt, wir werden das wieder mechanisch machen. So. Ich hab eins. Ich öffne. Friedel Zitko. Ja, recht herzliche Gratulation, lieber Friedel. Die CD, schick mir die Adresse, und in den nächsten Tagen wird diese CD von den City Slickers zu dir kommen. So, und wir haben eine zweite gekriegt, und die wird die Gabi jetzt auch ziehen. Live on stage. Jo. Okay. Tut mir leid, Frankie. Ich habe eine. So, die Spannung steigt. Vanessa Judicek. Jawohl, die CD geht nach Deutschland. Wir gratulieren recht herzlich und danke. Ja, notariell beglaubigt ist es. Link da beide bei mir. Die anderen, die da jetzt noch im Hut sind, tut uns leid. Nächstes Mal wieder mitspielen. Nicht aufgeben, liebe Freunde. Weil ist eine ganz tolle Sache. Wir haben noch viele CDs in den nächsten Sendungen. Und nächste Woche ist ja das LCR-Team hier anwesend mit dem Herrn Haas und mit Alfred. Und ich glaube, der Erwin kommt auch mit. Da werden wir dann was ganz, ganz Tolles noch präsentieren und herzeigen, was dann jetzt bei uns im Studio hängen wird. Aber dazu dann heute in einer Woche. So, wir gratulieren den Gewinnern, liebe Vanessa und lieber Friedel. Recht herzliche Gratulation. Und wir spielen jetzt ein Lied, was gut zu dem Outfit passt, was jetzt die Gabi gerade aufgehabt hat. Jetzt hat nur mehr noch gefällt die roten Hosen. Ja, die. Genau. Und somit, glaube ich, jetzt einmal werdet ihr wissen, was jetzt kommt. Und wie gesagt, ihr könnt immer noch Fragen stellen. Wenn ihr was wissen wollt, dann schickt mir eine Privatnachricht und wir werden das gerne beantworten. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous
dumbest reindeer of all. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. In one foggy Santa came to say, "Hey Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?" Then how the reindeer loved him as he shouted out with glee, "Rudolph, the red-nosed reindeer, you'll go down in history." Ja, wir sind heute schon sehr in Weihnachtsstimmung. Ich habe gesehen, Gabi mit einem tollen Schmuck am Kopf, da mit den Kerzen, Kugelhupf, Kaffee, Herz, was willst du mehr? Liebe Gabi, ihr habt ja sicher auch so viel unternommen, schätze ich mal, am Rande der Musik, so Fanclub-Reisen, ihr habt ja sicher einen riesengroßen Fanclub gehabt. Viele, viele Fanclub-Reisen haben wir gemacht, aber ganz eine wichtige und interessante Fanclub-Reise war im Jahr 1998, und zwar, wir haben für einen Blindenverein immer wieder gespielt, Auftritte gehabt, und die sind natürlich dann auf uns zugekommen und haben gefragt bei der Tina, wie wär's, wenn wir mal nach Amerika fahren, denn die Blinden haben echt wortwörtlich gesagt, wir wollen Amerika sehen. Haben wir sich dann Gedanken gemacht und gesagt, warum nicht? Warum sollen die Blinden nicht nach Amerika gehen? Wir werden das schon schaffen. Es war organisatorisch eine große Herausforderung, denn jeder Blinde hat eine Begleitperson gebraucht. Und dann haben wir das unter dem Motto Integration statt Ignoration Reise genannt und sind wirklich mit 40 Blinde eine Amerika-Reise gemacht, Bryce Canyon, Red Canyon, Yellowstone, Nationalpark, San Antonio, Phoenix, Arizona, Las Vegas. Da haben wir 2 Nächte verbracht, also der totale Wahnsinn. Anstrengend für uns Begleiter, aber es war so interessant mit Blinden wirklich einmal Tag und Nacht und die ganzen 12 Tage gemeinsam zu verbringen. Und ich muss sagen, ich habe von den Blinden wirklich sehr viel gelernt auch. Und sie sind ganz tolle Menschen und da kann man sich eigentlich was abschneiden davon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sehr interessant. Also das ist, ich habe viele Freunde gewonnen, sie sind sehr dankbar, auch lustige Leute. Also wo sie unserer einer über einen Witz gar nicht so drüber traut, die haben Blindenwitze, da legst du nieder, mein Lieber. Ja. Ganz interessant. Ja, die haben einen Humor oft dann, ja. Ja, schwarzer Humor, aber genau, ja, der ist recht amüsant und ganz, ganz interessante Leute. Gut, liebe Gabi, wir hören jetzt dann wieder was live, aber vorher noch ein riesengroßes Danke aus Deutschland an dich, an den Glücksengel von der Vanessa. Nochmal recht herzliche Gratulation und wie gesagt, schick mir dann bitte per Privatnachricht deine Adresse und ich lasse dir die CD noch zum Christkindl, also vor Weihnachten wirst du noch haben, zukommen. So, was hören wir jetzt von euch?
Ja, wieder eine Nummer ausgesucht, die mir am Herzen liegt, die wo ich immer schon singe. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen an die Zuhörer, das ist echt Premiere. Diese Nummern, die man heute live hört, habe ich noch nie live gesungen. Und das bei Country Radio Revolution. Gut. I am a poor, wayfaring stranger, wandering through this world of woe, and there's no sickness, total danger in that bright land to which I go. I'm going there to meet my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I'll soon be free from every trial, my body asleep in your graveyard. I dropped a cross of self-denial, and on the run, I'm going there to meet my father. My father, I'm going there. Das ist ganz super. Also ich muss auch sagen, Kompliment, Kompliment. Und wir haben da halt wirklich tolle Stimmung, tolle Atmosphäre und Gänsehaut, Stimmung pur. Und ich glaube, der Mike braucht die Gitarre gar nicht so wegrammen, weil wir werden da halt sicher noch irgendetwas hören, nicht? Jo. Ja. Gut, wir müssen nur dein Mikro wieder umbauen. Umbauen. Alfred hat gerade geschrieben, heute hat er wenig Arbeit, weil wir mit dem Ton sehr, sehr gut sind. Das freut uns natürlich. Liebe Freunde, wenn ihr noch Fragen habt an die Gabi oder an den Mike sogar oder an mich natürlich, dann unbedingt per Privatnachricht schicken. Und weiter geht's wieder mit einer weihnachtlichen Nummer, weil wir ja schon ein bisschen so in Christmas-Stimmung sind. Genau. Genau, das heißt, Christmas times are coming. Hey, it's Christmas, everybody! Don't you wanna go home? We all wanna go home for Christmas, I know I do. Oh, Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Snowflakes are falling, my old home's calling, tall pines are humming, cause Christmas times are coming. Can't you hear them bells ringing, bringing joy to all? Can't you hear them singing? When it's snowing, I'll be going back to my country home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. For running,
times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. I'll let you play if you give me a present. At home when Christmas times are coming. Can't you hear them bells ringing, bringing joy at all? Can't you hear them singing? When it's snowing, I'll be going back to my country home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Oh, Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and ja, wunderschöne Live-Songs natürlich heute wieder, und die Zeit vergeht wie im Flug. Also wir haben schon wieder 21.43 Uhr. Wahnsinn. Aber noch könnt ihr uns Fragen schicken, wenn ihr was wollt, wissen wollt, dann unbedingt bitte per Privatnachricht an mich, und wir werden das natürlich gerne für euch beantworten. Ja, liebe Freunde, die Gabi hat uns ja bei der Werbung Fotos geschickt von ihr, die wir alle gepostet haben, und die Gabi hat uns natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Ihr wisst ja vielleicht, oder die, die es nicht wissen, Gabi war ja sehr, sehr krank. Und liebe Gabi, du hast es aber, glaube ich, jetzt schon recht gut im Griff und recht gut verarbeitet. War ja wirklich eine sehr schwere Zeit, auch für dich wahrscheinlich. Und jetzt, glaube ich, bist du ja am Weg der Besserung. Ja, ich habe, einige werden schon wissen oder mitgekriegt haben, im Oktober 2015 die Diagnose Brustkrebs bekommen. War natürlich ein großer Schock. Also da zieht es einem schon den Boden unter den Füßen weg. Ja, November war dann die Operation. Gott sei Dank, ich war einen sehr guten Chirurgen, ist auch zugleich mein Fast-Nachbar. Mhm. Der hat gesagt, ja, also wir dann einmal zuerst operieren und nicht so den Klassiker, zuerst Chemo kleiner machen, dann operieren, sondern das muss aussehen, so und so. Und war bösartig, ist natürlich eine Biopsie gemacht worden und ja, kein Thema. In meiner Familie ist natürlich der Krebs sehr beherrscht. Ja, meine Großmutter Brustkrebs, meine Mutter Brustkrebs, und ich habe es halt auch, wir Mädels haben das anscheinend in den Genen. Und dann ist natürlich ganz klar, dass ich das volle Programm bekam mit Chemotherapie, mhm, Strahlentherapie. Und Jänner 16 habe ich dann mit der Chemo begonnen und ging ein halbes Jahr bis Juni. Und das war halt schon eine heavy Zeit. Also ich vergönn's niemanden, das durchmachen zu müssen. Es ist schaffbar. Es macht einen wirklich stark. Es war halt, ja, man ist halt so gefangen in seiner Krankheit. Es kann einem nicht wirklich wer helfen. Da muss man wirklich alleine durch. Wobei ich mitgekriegt habe durch Facebook, privat, Nachbarschaft, meine Arbeitskollegen, die Anteilnahme an meiner Krankheit war enorm. Speziell Facebook, ich habe viele neue Freunde dazu gewonnen und auch von früher wieder dazu gefunden. Und wirklich, mein Handy ist heiß gelaufen während der Zeit, immer wieder Nachfrage, wie geht's da heute, und immer wieder Zuspruch, Mut, wirklich ganz tolle Worte, und da bin ich wahnsinnig dankbar, weil man hat außerdem nichts. Ja, man ist wirklich ein halbes Jahr nur zu Hause, man soll ja nicht in die Massen raus, kann auch nicht, es geht einem wirklich nicht gut dabei, ich kann nur sagen, es geht einem nicht gut. Also ganz genau möchte ich das nicht schildern, weil das ist Schauermärchen sonst, ne. Und es ist machbar, ja. Die ersten 7-8 Tage nach der Chemo sind halt schon sehr anstrengend und wirklich scheiße, sage ich mal. Ja, ist halt so. Muss man durch einfach. Und ja, und nach der Chemo war es dann so, hatte ich 3-4 Wochen Zeit, und dann begannen die Strahlentherapie. Und da haben natürlich dann auch meine Härchen wieder angefangen zu wachsen. Mein Pflaum, ich habe so einen Kükenpflaum gehabt, die war ganz stolz, gell?
man gewöhnt sich natürlich, ist natürlich für eine Frau immer Thema, die Haare zu verlieren, aber ich sag halt, lieber krebsfrei und keine Haare haben, die kommen ja eh wieder. Ja. Thema ist es halt eine Zeit lang gewesen, aber schwamm drüber, sie sind jetzt wieder da, sie werden immer mehr und ich kriege auf einmal Lockerln, wo ich sage, die sind nicht zum Bändigen, aber ist ja wurscht. Und jetzt ist es soweit, dass ich die Nachsorgeuntersuchungen jetzt im November hinter mich brachte und ich kann sagen, ich bin jetzt krebsfrei. Mhm. Nix ist da, alles Blutbefund, alles schaut gut aus. Ja, das ist super. Wir haben das ja auch da in Facebook, du hast ja damals vor der Untersuchung ziemlich Angst gehabt. Habe ich Angst gehabt. Ich glaube, das wird mich auch jedes Mal, jetzt alle 3 Monate muss ich so eine Untersuchung machen. MRT kommt jetzt wieder. Es ist jedes Mal die Panik. Es ist eine schiere Angst, weil man weiß ja schon, was man alles mitgemacht hat. Und man hat einfach Angst, dass der Trottel, sage ich mal, sich da wirklich wieder was sucht. Und es ist die Angst. Die haben alle, die das schon mal durchgemacht haben. Und da muss ich fertig werden einfach. Das bleibt mir nicht der Sport. Da muss ich durch. Und darum bin ich auch froh, dass so viel dann zurückschreiben und die Worte, es wird schon, drückt ja den Daumen und das magst du schon, Gabi. Das hilft unheimlich. Und wenn es nur alles Gute ist. Ja. Ich habe mir immer bei der Chemo im Spital alle Kommentare durchgelesen, jeden einzelnen durchgelesen. Und ich bin so dankbar, weil das hilft wirklich. Ja, und wir alle wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Dankeschön. Und Kopf hoch. Und I'll be back, habe ich mal geschrieben. Ja, genau. I'll be back. Genau. I am back. So wie wir dich kennen. Und toi, toi, toi. Dankeschön. Ja, ja. Und die Alte hat gerade zu dem Thema auch noch eine Frage an uns geschrieben. Und zwar, sie würde ganz gern wissen, wie sehr der Fritz da auf deinem Leidensweg geholfen hat. Der Fritz? Ja. Welcher Fritz? Ja, der Fritz steht da. Oder meinst du vielleicht den Mann? Ich weiß jetzt nicht. Der Erich. Ja, aber da steht Erich, der Fritz. Aha. Ja, der Erich. Ich bin froh, dass ich meinen Mann an meiner Seite hatte. Denn wenn man ganz allein ist, glaube ich, ist das mega schwer. Gut, dann müsste man mit der Helga nachklären, wer der Fritz ist. Ja, vielleicht hat sie ihn Erich gemeint. Erich. Wahrscheinlich wird sie ihn Erich gemeint haben. Ja. Ja, genau. Also wenn ich von meinem Mann spreche, ja, man kann wirklich glücklich sich schätzen und dankbar sein, dass man, wenn man einen Partner hat, der auch bei einem bleibt. Denn ich habe auch eine Frau kennengelernt, der Lebensgefährte hat sie verlassen bei der Diagnose. Und das ist, glaube ich, schon ein Schock und was Hartes. Und er hat mir wirklich zur Seite gestanden. Es gab in den einem Jahr, muss ich ehrlich sagen, ging's nur um mich. Und er hat viel zurückgeschraubt, zurückgesteckt. Er war immer da für mich, hat mich ins Spital gebracht, hat mich wieder abgeholt. Wenn ich sage, ich brauche mehr Ruhe, hatte ich meine Ruhe. Er hat mir eigentlich alles, jeden Wunsch abgelesen und war immer da für mich. Und da möchte ich hiermit jetzt nochmal Dankeschön sagen, mein Mann, gell, Bussi, ich liebe dich. Danke. Ja, und Maurice Dielz schreibt gerade, glaube ich, zieh mir einen Cowboyhut vor dir. Danke. Alle Achtung. Schön. Und ich muss sagen, es war wirklich immer sehr arg, wie viele Leute da wirklich geschrieben haben und sehr berührend. Und ich gesagt, du warst ja nächstes Jahr Grillfete in Straßhof, bist auch wieder dabei und da alles. Und wie gesagt, so wie wir die Kinder mit dem Gugelhupf, mit Gugelhupf und Grillerei und von mir aus auch gleich mit Mic und Gitarren und alles tun wir da. Nochmal alles, alles Liebe, alles Gute dir. Bitte. Danke, danke. Falls ihr jemanden habt, Bekannten, Nachbarschaft, Kollegialschaft, keine Ahnung, ja, bitte habt keine Angst, dem Betroffenen Fragen zu stellen. Der Betroffene entscheidet dann, ob er davon sprechen möchte oder nicht. Ich bin ein offener Mensch, ich kann über die Krankheit sprechen. Im Gegenteil, ich rede ja gern, das ist ja nichts Neues. Ich kann von der Krankheit sprechen. Scheut's einfach nicht, weil der Betroffene hat dann, wie soll ich sagen, Phasen, wo er ganz traurig wird und glaubt, die Leute lassen aus, sie ziehen sich zurück. Tat es nicht. Wenn euch der Mensch am Herzen liegt, geht's einfach hin. Nicht sagen, Mötti, wenn du was brauchst. Steht's vor der Tür, ruft an und sag, ich komme jetzt vorbei. Der Betroffene wird nie wem anrufen und sagen, ich brauche Hilfe. Macht er nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab's auch nicht gemacht. Ich war nur froh, wenn wirklich wer da gestanden ist und hat gesagt, komm, wir gehen eine Runde spazieren. Einfach, nehmt's ihn bei der Hand, macht's einfach irgendwas. Ja? Nicht scheuen. Keine Angst haben, es passiert euch nichts. Ja, ganz tolle und liebe und ehrliche Worte von der Gabi. You
Ja, und die Gabi hat mich früher gefragt, ich soll euch fragen, ob sie noch was live spielen soll, singen soll. Also ich glaube, die Frage ersparen wir uns. Also sicher, liebe Gabi. Also wenn du schon da bist und mit Mike auch da bist, dann nutzen wir das natürlich voll aus und machen wir gleich zwei Nummern noch. Macht nix. Machen wir gleich zwei Nummern noch live und dann kommt ja noch das Abschlusslied. Aber wir haben noch Zeit. Wir werden halt ein bisschen überziehen. Es ist wurscht. Morgen ist Feiertag. Das heißt, wir können heute ruhig also ein bisschen länger machen. Was ist? Machen wir länger? Dann ist das nicht normal. Müssen wir das Handy piepsen. Bim, bim, bim. Ja. Also wir werden ein bisschen anhängen, liebe Freunde. Ja. Gut, Gabi, was hören wir jetzt? Ja, also... Ja, jetzt wird so sehr sentimental. Ich liebe diese Weihnachtslieder, besonders die deutschen Weihnachtslieder. Und ich glaube, dieses Lied kennt ja jeder. Und ich würde mich freuen, wenn da jetzt alle da ein bisschen mitsummen, mitsingen. Es wird schon gleich dumper. Es wird schon gleich dumper. Es wird schon gleich noch. Drum komm ich zu dir auf Heiland, auf Wacht, will singen ein Liedl dem Liebling, dem Klorn. Du magst ja nicht schlafen, ich hör dich nur wann. Hei, 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 hei. Schlaf's ihr's Herz, liebes Kind. Vergiss jetzt, o Kinder, dein Kummer, dein Lord, dass du da musst leiden im Stall auf der Hort. Es ziehen ja die Engel dein Liegestatt aus. Nicht schöner, nicht sein drin im Königsheimhaus. Hei, 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 schlaf's ihr's Herz, liebes Kind. Jo, Kinder, du bist heut im Krippel so schön. Mit Zimt, ich kann nimmer da weg von dir gehen. Ich wünsch dir vom Herzen die süßeste Ruhe. Die Engel vom Himmel, die decken dich zu. Hei, 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 schlaf's ihr's Herz, liebs Kind. Ja, wunderschön. Und ich stelle mir vor, bei der Gabi schaut der Heilige Abend auch dann so aus. Darf sie da so singen und so unter dem Christbaum? Heuer auf jeden Fall, weil auf heuer freue ich mich natürlich. Voriges Jahr Weihnachten war halt sehr düster. Heuer weiß ich nicht, also viele Lichter haben wir, gell, das Haus ist ganz groß bestückt, ich werde da nicht Fotos reinstellen. Unbedingt, ja. Und einen schönen Christbaum, wir werden uns keine Geschenke kaufen, denn ich sage, die Gesundheit ist am wichtigsten und wir haben alles, beziehungsweise ich habe alles, was ich brauche, ich brauche kein Backerle. Für mich zählt einfach, dass ich gesund bin, dass mir gut geht und dass ich jetzt wieder an die Zukunft weiterschauen kann und das war's eigentlich. Und es einfach nur genießen mit meinem Mann und den Schwiegereltern, die werden auf Besuch kommen. Mit der Gesundheit wünscht mir dann natürlich auch alles Gute. Danke. Nur, dass du dann gut schlafen kannst. Also wir haben derzeit Hörer aus 14 Ländern. Oh, wow. Und die sind jetzt live dabei. Nashville ist, glaube ich, auch dabei sogar. Legen wir noch also, Schicht zu heute. Auf alle Fälle. Also die ersten haben schon geschrieben, wir können ruhig ein bisschen verlängern. Kein Problem. Da würde mich noch interessieren, wenn du, sagen wir jetzt so, du hast natürlich jetzt viel mit Musik wieder zu tun, nehme ich einmal stark an, was wir so gehört haben vorher von Mike vielleicht. Was macht die Gabi so? Gibt es irgendwelche Hobbys? Malen oder ich weiß nicht, Briefmarken sammeln oder Laub zusammenrechnen oder so, Poolputzen dann im Frühling. Hobbys. Also so richtige Hobbys in dem Sinn. Mein Hobby ist eigentlich mein Job. Ja, ich habe vor 6 Jahren begonnen, vor 7 Jahren eigentlich jetzt schon. Im Kindergarten habe ich angefangen zum Arbeiten, selbst keine Kinder leider. Ja, spielt es jetzt nicht mehr, die Zeit ist angerannt. Und da habe ich damals gesagt, so,
ich möchte jetzt da, wenn die Kinder nicht zu mir kommen, gehe ich halt zu den Kindern hin und habe Ausbildung Kindergartenassistentin gemacht und habe in der Gemeindestraße Hof einen Job bekommen, wo ich nicht nein gesagt habe. Natürlich sagt man, geregeltes Einkommen, ganz bürgerlich und vielleicht irgendwann einmal eine Pension, wäre nicht schlecht. Ja, und das macht mir wirklich große Freude. Die Kiddies über Herz für Kinder. Ich liebe Kinder über alles. Sie sind oft anstrengend, aber ich liebe sie. Sie geben mir so viel zurück. Also wenn man mit Herz hingeht und die Kinder sind halt kleine Erwachsene, ja, und man unterschätzt Kinder oft. Ja, sie sind oft wirklich im Wesen weiter voraus, als wir wieder zurückwandern. Yeah. Ja, ist halt so. Und den mache ich gern und ich freue mich wieder dann wahrscheinlich März, dass ich dann endlich wieder arbeiten darf, ja, dem bei den Kindern. Kann ich mich nur anschließen, weil ich war ja gestern wie jeden 6. Dezember wieder in heiliger Mission unterwegs. Der Nicolo. Ja, und ich muss auch sagen, also das ist schon schön, wenn man dann die Kinderaugen leuchten sieht und wie du auch gesagt hast, nicht, umso älter sie dann werden, also diese Vorschulkinder, die dann schon Bart zupfen, etc. Ja, die werden schon gut, die werden schon. Mehr will ich da jetzt natürlich nicht verraten. Eine Frage, die sie auch immer so um die Zeit noch stellt, so Gesundheit ist klar für die Zukunft, aber gibt es sonst irgendwelche Wünsche, wo du sagst, wow, das war schön, so nochmal, weiß nicht, musikalisch irgendwas, gibt es irgendwas, was du sagst, das war's jetzt noch? Also mein größter Wunsch wäre wirklich einmal ein Musikvideo zu machen, aber das ist halt, wenn man was Gescheites machen will, das kostet halt, ne? Und also ich habe viele Wünsche, soll ich alle Wünsche sagen? Wir also haben Zeit, ein Musikvideo wäre ganz toll. Dann würde ich mir wünschen, dass es jemanden gibt, der mir vielleicht einen Song auf den Leib schreibt. Ja, so ein richtig, ich schaue schon Maike an. Ja, der Maike hat jetzt den Filzstift geschnappt und beginnt zu schreiben. Okay. Ja, weil ich selber, ich kann es einfach nicht. Ich habe schon probiert, keine Ahnung, wenn ich mir die Texte da durchlese, was ich da zusammenschreibe, das kann ich biografieren, ja, da, das passt, aber für einen Song, entweder habe ich schon mal gehört oder gelesen. Mit der Musik ist es auch nicht so einfach, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht irgendwo was stiehlt, kiebitzt oder sonst noch was. Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber es sind da sogar einige Songwriter da, die zuhören. Ja, ja, also sehr gut. Zeigen, so Blick ist da. Und einige andere natürlich auch. Die sollen einmal auf ein Cafézimmer kommen, dass sie mich kennenlernen, damit sie mir den Song dann auf den Leib schreiben können. Genau. Aber der Maike ist eine gute Idee. Ich klimper gerade mit meinen Augen. Ja. Der kennt mich nämlich schon, gell? Ja, vielleicht haben wir dann bei der Sendung mit dem Maike schon den Song dann mit im Gepäck. Ne? Ja, das wäre natürlich eine Idee. Also so ein Musikvideo mit einer Nummer, das wäre natürlich der Überhammer. Würde ich wahnsinnig gern. Oder mit Kindern irgendwas machen, keine Ahnung. Also ich habe viele Wünsche. Gut, also das hätten wir jetzt auch erfahren. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine Nummer. Dann werden wir noch eine Live-Nummer hören, bevor wir uns dann ganz verabschieden. Aber du hast da ein Lied mitgebracht, wo natürlich die Band, die das singt, oder die Gruppe, die das singt, jedermann bekannt ist. Die Silvia ist jetzt da ganz nervös, weil wir haben sie natürlich, jawohl, heuer am Aachensee live erlebt. Also das jeder habe ich mitverfolgt. Jetzt, genau. Mega Hammer. Also jeder weiß jetzt, von wem wir reden. Und zwar Home Free. Yes. Genau. Und die haben da auch so ein Christmas-Medley und gefreut mich natürlich und natürlich auch unsere Hörer und die Silvia wahrscheinlich ganz besonders. Dass wir sind das alle Fans von ihnen. Genau. Home Free mit einem Christmas-Medley und dann hören wir wieder eine Nummer live. Tries to stop. Just rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Oh, you will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. The Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Holly jolly Christmas, it's the best time of the year.
where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh my golly, have a holly jolly Christmas this year. Rocking around the tree. Ja, wir machen natürlich länger, liebe Irene Jirko. Servus, freut uns, dass du da bist. Hallo, Tschi. Und die Irene Jirko, sowie die Isabel und alle, die ein bisschen später gekommen sind, ihr wisst ja, wir wiederholen diese Sendung. Und zwar am kommenden Freitag von 10 bis 12, am kommenden Sonntag, ja, der 11. Dezember, ein guter Tag. Und zwar da wiederholen wir von 17 bis 19 Uhr und am Dienstag in der Nacht um 2 Uhr früh für unsere amerikanischen Freunde. Und wer es jetzt nochmal aufrufen will, beziehungsweise wer es versammelt hat, einfach dann an diesen Tagen reinhören. So, was mich auch noch interessiert hat, wir haben früher um 21 Uhr haben wir so Termine gehabt. Und normal dann unsere Gäste einmal Termine sagen. Du hast natürlich auch Termine und die täten wir gerne hören. Also einen hast du auf jeden Fall. Ja, weil einen habe ich schon hinter mich gebracht. Genau, und da wollte ich auch drauf hinkommen, weil da hast du ja auch gepostet, was das war, ja, glaube ich, auch ein tolles Erlebnis. Erzähl mir ein bisschen. Ja, ich habe eine Musikkollegin, die Regina Pavelker. Die Gruppe nennt sich Singing Dream Team. Und ja, da bin ich ziemlich erfreut. Sie hat mich im Sommer heute angesprochen, da sind wir auf einen Café gegangen. Und ob ich nicht bei ihr mitsingen möchte, so Gospel, Weihnachtssongs und so, in ihrem Programm mitwirken darf einfach. Und einen Termin haben wir schon hinter uns, das war am 3. Dezember. Und der nächste ist am 17. Dezember in Deutsch-Wagram im Gemeindeamt. Und da möchte ich Sie nur erwähnen, da soll ich mal Danke sagen für die Einladung. Und wir haben jetzt noch eine Probe. Und freue ich mich schon am 17., da ist halt bunt gemischt von Klassik. Da gibt's auch die Margit Pregler im Ensemble dabei, eine Sopranistin. Also von Klassik bis Gospel, alles Mögliche durch. Und vielleicht gibt's jemanden, der das gerne hören möchte. Und da mache ich gleich Werbung. Fängt an um 19 Uhr. Ja. Gemeindehaus, Deutsch-Wagram. Wird ständig geteilt. Unbedingt. Ja. Auch bitte uns in die Country Radio Revolution Gruppe. Okay, kann ich machen. Weil dann können wir es natürlich in unseren Veranstaltungskalender einnehmen und können es auch noch in die große, weite Welt schicken. Ja. Und nächstes Jahr habe ich dann wieder Taufen oder Hochzeiten zu singen. Ja, und eine CD gibt es ja auch markiert. Also ein Lied und ein Video. Ah ja, also das viel wird geplant. Ja, jetzt, genau. Jetzt natürlich, jetzt haben wir die auch noch geregnet. Und auf was ich mich schon am meisten gefreut habe, weiter gern dabei, wenn man dir, wenn irgendein Musiker oder vielleicht sogar der Mike da dann das Lied auf den Leib schreibt. Also wir haben da eh liegen so Marker. Wir können das heute nachher dann auch noch machen. So, das war ja cool. Kurt Binger schreibt, Gabi Simon Brosch, ein Lied auf den Leib. Auf den Leib, okay. Das war dann Fotografie. Ich thank God for the radio und so. Geschichte, cool. Einfach genial. Genau. Gut, liebe Freunde, liebe Irene Hirko, natürlich, wir werden ein bisschen heute überziehen. Ganz klar, wir hören jetzt nur live. Was hören wir jetzt noch? Was hören wir jetzt? Ja, ich habe mir ja, wenn wir schon dabei sind, weihnachtlich und besinnlich und lalala. Ja, Mikey, ja. Würde ich mir wünschen, wenn Sie da alle jetzt, nur einmal ein Wunsch, heißt, ich habe nur Wünsche. Ja. Ist ja Weihnachten. Wenn Sie da jetzt im Wohnzimmer oder wo ihr alle seid, ich weiß nicht, wo ihr alle sitzt jetzt, da, gemütlich macht, die Nummer, die kennt auch jeder. Die hat auch jeder schon gehört. Und
singen wir es halt einfach gemeinsam. Genau, ja? Da war jetzt interessant, muss ich wieder unterbrechen, wenn jetzt wer mal mitsingt und mitsitzt, vielleicht sogar beim Adventkranz oder so, dann unbedingt ein Selfie machen. Das war natürlich cool. Genau, ja. Schickt es alle ein. Video, schickt es uns. Genau. Feliz Navidad. Gut, viel Spaß. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Alle gemeinsam. Feliz Navidad. Yeah, gut. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Ja, wunderschön. Ich muss sagen, ich bin in Weihnachtsstimmung. Gabi, was machst du denn am 24. so dann Nachmittag? Kannst du ruhig ein bisschen zu uns kommen? Können wir Hausmusik machen? Ganz, ganz toll. So, wir müssen wieder umbauen. Umbauen. Ja, sonst stimmt der Alfred mit uns. Ja, liebe Freunde, liebe Gabi, wir sind schon langsam wieder dort, wo wir zu schnell immer hinkommen. Und zwar waren das sehr interessante zwei Stunden. Zu schnell vergangen, so das 3 Stunden machen. Genau, ja, ui, das darfst du nicht laut vorschlagen, weil da kriegen wir dann wahrscheinlich viele, viele Zuschriften, macht es 3 Stunden okay, ich habe nichts gesagt. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr gefreut, dass mir du da warst, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Nichts zu danken, sehr gerne. Und siehst, du warst zu nervös vorher. Also ja. Wir haben es ganz, ganz toll umgebracht. Ja, ich bin ein Memme, also ein Zwilling halt. Ja, aber so kenne ich dich gar nicht. Also, ich war echt verwundert, muss ich sagen, dass du so nervös warst. Naja, jetzt kennst du mich heute aber so auch. Ich muss anzeigen, also es wird sicher eine interessante Sache. Ich bin mir ganz sicher, dass am 17., glaube ich, hast du gesagt, war Dezember, das ist ja. 17. Dezember in Deutsch-Wagram. Ja. Also ich nehme schon an, dass da einige unserer Hörer vielleicht hinkommen werden und dich anschauen. Ich wünsche dir für deine Gesundheit alles Liebe, alles Gute für die Zukunft. Danke, und natürlich auch deine, ich weiß nicht, kann man das so nennen, musikalischen Neustart oder Widerstand? Schau mal, was sich ergibt. Wie gesagt, genau. Ich bin jetzt nicht so ganz streng auf der Suche und nehme mir jetzt nicht wirklich fix was vor. Ich lasse das auf mich zukommen und dann entscheide ich aus dem Bauch raus. Mhm. Weil wir müssen jetzt schon langsam Schluss machen. Wisst ihr, wir haben noch unser Fotoshooting mit der Gitarre. Da muss ich da, glaube ich, nur ein Lied auf den Leib schreiben. Also das wird halt noch ein bisschen ein Stress werden. Außerdem den Kugelhupf haben wir erst nur kurz angeschrieben. Du, da ist viel da von meinem Leib. Gell? Also das werden wir natürlich alles noch machen. Gabi, du wolltest, glaube ich, noch was sagen, bevor wir uns da ganz groß verabschieden. Bevor wir uns wirklich verabschieden und der letzte Song eingespielt wird. Ja, weil ich muss da nochmal Sprüchel sagen. Was also ja, das kannst du machen. Ja. Und zwar hat man vielleicht schon, wenn man Radio Wien-Hörer unter uns sind, unter euch sind, Radio Wien hat Werbung gemacht für den größten Chor. Ah ja, genau, das ja, wird man erzählen. Ja. Richtig, richtig. Und da hat die kleine Gabi sich da spontan angemeldet und ups, sie wurde genommen und sie war wirklich, ich bin eine von über 300 Sänger, Sängerinnen, die da dabei waren. Und das war ein tolles Erlebnis im Funkhaus. Mhm. Wir haben da 300 Leute in einem Proberaum gehabt und dann 2 Tage später war die Aufnahme und man hat es ja schon im Radio gehört, die Premiere ist schon da. 23. und 24. Dezember soll man es sehen können, im Licht ins Dunkel, ORF2. Und ich bin ganz stolz, dass ich bei dieser Nummer, bei dieser Aufnahme dabei sein durfte. War ein großes Erlebnis. Und zum Abschluss, glaube ich, habe ich mir das gewünscht von Winskill.
Ja, das werden wir dann noch spielen. Nur wie gesagt, wir müssen noch ganz kurz, ihr wisst ja, unser Standard-Verabschiedungsspiel. Wir haben so ein paar Sachen, die wir immer wieder durchsagen. Erstens einmal, heute in einer Woche hier live on stage, LCR Radio. Das heißt, das ganze Team von LCR Radio wird hier bei uns zu Gast sein. Wir begrüßen ihn Günther Haas, wir begrüßen ihn Alfred, wir begrüßen ihn Erwin und die Silvia wird heute, also dann in einer Woche natürlich weniger draußen sitzen, sondern da bei uns vielleicht ein bisschen mittratschen und mitquatschen. Die Sendung haben wir eh schon gesagt, früher Freitag Wiederholung 10 bis 12 und am kommenden Sonntag dann von 17 bis 19 Uhr und in der Nacht auf Dienstag ab 2 Uhr wird es dann 2 Stunden spielen. Und ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Wir hören uns heuer noch zweimal übrigens. Wir machen noch die letzte Sendung dann am 21. Dezember. Das wird dann ein Weihnachts-Special sein. Und da hat uns ja heute die Gabi auch mit viel guter Musik versorgt, die wir dann noch mitspielen können. Und von vielen österreichischen Bands haben wir auch schon ganz, ganz tolle Weihnachtslieder bekommen. Ansonsten, liebe Gabi, dir nochmal recht herzlichen Dank. Ich danke. Dann hat mich gefreut, dass ich Mike kennengelernt habe. Ebenfalls. Von und Mike. Schau, da draußen. Ja, und von Mike werden wir dann noch nächstes Jahr mehr hören und viel hören. Wir werden eine Sendung machen, 2 Stunden mit Mike Lomas. Und nochmal danke an den Chauffeur, an deinen lieben Gatten, der dich hergeführt hat. Weil er ist ja immer, was der immer geschaut, dass alles passt und so. Und ganz ein recht herzlicher Dank wieder an die Silvia, die uns wieder alle Videos gemacht hat, gleich online gestellt hat, mitgelesen hat, mitgeschrieben hat und uns hier verköstigt und betreut. Allerdings kein Cola ist heute da, liebe Babsi Wallner. Also nur Kaffee, Wasser und Kugelhupf. Diät-Kugelhupf. Ja, genau. Okay. Ansonsten, wisst ihr, bevor wir die letzten Worte nochmal der Gabi geben oder dem Mike zur Verabschiedung, von mir nochmal bis in einer Woche. Und ihr wisst ja, die krank sind, schnell wieder gesund werden. Und die gesund sind, auf gar keinen Fall krank werden. In dem Sinne, ein dickes Busserle von mir. Und euch nochmal danke. Und die letzten Worte gehören der Gabi. Pfiat euch, Busserle, Baba. Ja, ich möchte mich dann auch nochmal verabschieden von allen lieben Hörern. Wenn ich dann heute zu Hause komme, ein bisschen später wird es dann werden wahrscheinlich, werde ich mich durchrackern und kommentieren. Und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war euch nicht fad. Es war heute halt einmal eine andere Sendung. Und ich bin dem Mikey sehr dankbar, dass er mich begleitet, dass er da ist. Und wünsche euch eine recht gute Nacht, besinnliche Weihnachten und wisst ihr, nettes Materielle, das zählt nicht, kein Backerl. Wünscht euch gesund, die Familie, und wenn man sie zerstritten hat, sind wir wieder gut. Versucht das Ganze wieder ins Lot zu bringen, verstehen wir uns, weil es ist ja so viel Schiches und Grausliches auf der Welt da draußen. Halt mal einfach zusammen, auf einen Strang ziehen, und dann rennt es alles von allein. Also ich wünsche euch was. Gute Nacht, Bussel, Papa. As big as the sea.
home. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver and gold. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child, sleeping in the night, he will bring us goodness and light. In my coffer, no gold or silver do I bring, nor have I precious jewels to offer to celebrate the newborn king. Yet do not spurn my gift completely, O ye three wise men. Please demur. Behold a plant that smokes more sweetly than either frankincense or myrrh. And like the child born
in this manger. This herb is mild, yet it is strong, and it brings peace to friend and stranger. Goodwill to men lies in this balm. And now my wonder weed is flaring. Are you high? Lit like that special star above. Can it be? Have to sit around and in the sharing on Christmas Day. And let not mankind bogart love. You smoke my tree. And the wise men started talking. And yea, the bud was kind. It was salvation they were smoking. And his forgiveness blew their mind. And still that wonder weed is flaring. Are you high? Lit like that star was once above. You're so high. Pass it around in endless sharing. Dude, man, dude. And let not mankind bogart love. You're really high. I'm gonna tell your savior. And let not mankind bogart love.